Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN.com. Heute möchte ich euch gern die Aufgabenplanung von Windows 10 vorstellen, über die ihr die Möglichkeit habt, Programme im Hintergrund laufen zu lassen, eigene Skripte zu bestimmten Zeitpunkten auszuführen oder andere Aufgaben automatisch durchführen zu lassen, so dass ihr viele administrative Dinge am Rechner automatisieren könnt und euch das Leben etwas vereinfacht. Dazu starten wir erst einmal die Aufgabenverwaltung, und zwar klickst du dazu in das Suchfeld, gibst hier Aufgabe ein, dann erscheint auch schon die Aufgabenplanung, die du auswählst. Die Aufgabenplanung ist nur eine Möglichkeit, automatisch verschiedene Sachen im Hintergrund ablaufen zu lassen, und diese wird von vielen Anwendungen auch genutzt, indem bei der Installation von Programmen die Installationsroutine Aufgaben anlegt, die hier im Hintergrund abgearbeitet werden. Welche Aufgaben auf deinem Computer existieren, siehst du hier im mittleren Bereich der sogenannten Aufgabenplanungsbibliothek. Hier haben wir jetzt beispielsweise ein paar Aufgaben eingebunden, die über die OneDrive-Installation angelegt wurden. Wenn du jetzt hier eine dieser Aufgaben auswählst, dann werden dir im unteren Bereich die Informationen zu dieser Aufgabe angezeigt. Im Register Allgemein findest du halt allgemeine Informationen wie Beschreibung und den Namen der Aufgabe. Im Register Trigger wird dir angezeigt, durch was diese Aufgabe ausgelöst wird. Im Register Aktionen findest du die Aktion, die dann durchgeführt wird, wenn der Trigger aktiv ist. Sollten noch spezielle Einstellungen vorgenommen worden sein, dann findest du das über die Registerbedingungen und Einstellungen. Standardmäßig ist der Verlauf, also die Protokollierung von Aufgaben, deaktiviert, da diese sehr viel Platz benötigt. Aber wer hier etwas protokollieren möchte, kann diese auch aktivieren. Über die Aufgabenplanung ist es also möglich, beispielsweise eigene Skripte, die bestimmte administrative Sachen durchführen sollen, zu hinterlegen und diese dann zu bestimmten Zeiten auszuführen. Und diese Funktionalität werden wir jetzt nutzen, indem wir im Hintergrund ein kleines Skript ausführen werden, das uns bei jeder Anmeldung Informationen zu vorhandenen Freigaben auf diesen Rechner in eine Textdatei schreibt, beziehungsweise eine Logdatei schreibt, und wir so uns über diese Datei mal anschauen können, welche Freigaben aktuell auf unserem Computer existieren. Den mittleren Bereich haben wir jetzt kennengelernt. Dann gibt es noch hier links den Menübereich. Standardmäßig ist der Bereich Aufgabenplanungsbibliothek aktiv. Und wenn du jetzt hier ein klein wenig ganz nach rechts gehst, dann findest du zwei Abschnitte. Einmal den Abschnitt Aktionen, der allgemeine Aufgaben für die Aufgabenplanungsbibliothek umfasst, und Aktionen, die für ein ausgewähltes Element zur Verfügung gestellt werden. Um unsere selbst definierten Aufgaben leichter zu finden, ist es empfehlenswert, sich einen eigenen Ordner hier in der Aufgabenplanung anzulegen, wo dann alle eigenen Aufgaben eingebunden werden. Dazu klickst du hier auf Neuer Ordner, vergibst jetzt hier einen entsprechenden Namen. So, ich nenne den mal Thomas Aufgaben, bestätigst das Ganze. Und wenn du jetzt im linken Bereich hier die Ordnerhierarchie aufklappst, dann wird dir dein Ordner angezeigt. Diesen klickst du an. Aktuell befindet sich ja noch keine Aufgabe darin, deshalb werden wir jetzt eine neue Aufgabe erstellen. Dazu klicken wir hier rechts im Menü auf Aufgabe erstellen. Und jetzt vergibst du der Aufgabe den Namen, der eindeutig beschreibt, was mit dieser Aufgabe passiert, beziehungsweise was der Sinn dieser Aufgabe ist. Und wir wollen die Freigaben auf dem Rechner anzeigen. So, beziehungsweise protokollieren. Wenn du möchtest, kannst du auch eine Beschreibung noch hier einbinden. Möchtest du hier Aufgaben durchführen, die administrative Rechte benötigen, dann solltest du sicherstellen, dass hier in diesem Bereich beim Ausführen der Aufgaben folgendes Benutzerkonto verwenden,
auch das Benutzerkonto angegeben ist, das die Berechtigungen dafür hat. Also sollte es schon mindestens ein Admin-Konto sein. Empfehlenswert ist dann auch noch die Option mit höchsten Privilegien ausführen anzuklicken, damit es auch keine Systemberechtigungsprobleme gibt. Jetzt begeben wir uns in das Register Trigger. Hier legen wir jetzt fest, wann die Aufgabe ausgelöst werden soll. Klick auf Neu. In dem Trigger-Konfigurationsbereich werden dir jetzt hier oben unter Aufgabe starten verschiedene Möglichkeiten angeboten, wann der Trigger aktiv ist, damit die Aufgabe gestartet werden kann. Und wir legen jetzt einmal fest, dass dies bei der Anmeldung am Computer geschehen soll. In unserem Fall, da wir hier eine administrative Überprüfung vornehmen, reicht es mir, wenn die Aufgabe bei meiner Anmeldung erledigt wird. Wenn du möchtest, kannst du hier unten jetzt noch ein paar weitere Zeiteinstellungen definieren. Aber uns reicht jetzt hier diese Standardeinstellung. Wichtig ist, dass dieses Häkchen hier unter aktiviert auch gesetzt ist. Das Ganze bestätigen wir mit Klick auf OK. Dann begeben wir uns in das Register Aktionen. Und hier legen wir jetzt fest, was passieren soll, wenn der Trigger aktiv ist. Also ich mich an diesem Computer hier anmelde, so wie wir es in unserem Trigger definiert haben. Dazu klicken wir ebenfalls wieder auf Neu. Wir möchten also ein kleines Skript im Hintergrund laufen lassen, das uns alle existierenden Freigaben auflistet. Dafür nutzen wir eine Batch-Datei und diese Batch-Datei wird durch die Eingabeaufforderung aufgerufen und die versteckt sich hinter dem Programm cmd.exe. Über die cmd.exe wird die Eingabeaufforderung aufgerufen, die dann unser vorbereitetes Skript, unsere Batch-Datei aufruft. Diese Datei habe ich jetzt aktuell in einem Ordner abgelegt. Diesen schauen wir uns jetzt an. Und zwar habe ich auf dem Laufwerk C einen Ordner Freigaben angelegt. In diesem Ordner Freigaben liegt jetzt meine kleine Batch-Datei, die ich Freigaben.bat genannt habe. In dieser Batch-Datei frage ich also ein paar Daten ab. Unter anderem möchte ich gern, dass mir eine Information ausgegeben wird, die folgendermaßen lautet: Auf dem Computer mit folgendem Computernamen sind am so und so vielten um die Uhrzeit folgende Freigaben vorhanden. Diese Ausgabe schreibe ich in eine Textdatei und an diese Textdatei hänge ich dann diese Freigaben an, die ich über den Befehl netshare aufrufe. Da ich hier in dieser Protokolldatei eine Übersicht über mehrere Tage haben möchte und diese leicht erkennbar ist, hänge ich dann noch ein paar kleine Bindestriche in die nächste Zeile an, so dass dies als kleiner Trenner genutzt wird zwischen den unterschiedlichen Informationsaufzeichnungen. Diese Batch-Datei liegt also jetzt hier in diesem Verzeichnis unter Laufwerk C im Ordner Freigaben und dieses Verzeichnis geben wir dann auch an, damit die Aufgabenplanung weiß, was hier aufgerufen werden soll. Also gehen wir zurück in unsere Aufgabenplanung und geben jetzt hier Folgendes ein. Der Aufruf der Kommandozeile über den Befehl cmd.exe hat auch noch ein paar Parameter. Wir nutzen zum Beispiel den Parameter C, der dafür sorgt, dass der Befehl in einem eigenen Befehlsinterpreter ausgeführt wird. Dann möchten wir gern, dass die Anwendung im Hintergrund in einem eigenen Fenster erfolgt. Dafür nutzen wir den Befehl Start, geben jetzt den Namen der Batch-Datei an. Und dann nutzen wir noch den Parameter minimiert, damit das Fenster nicht erscheint und minimiert ausgeführt wird. Und das Ganze wird ausgeführt in dem Ordner Freigaben, den wir auf dem Laufwerk C angelegt haben. Und das sollte dann eigentlich schon reichen. Jetzt bestätigen wir das Ganze. Und der Vollständigkeit halber schauen wir noch mal kurz in die Registerbedingungen und Einstellungen. Hier könntest du jetzt, wenn du das möchtest, noch zusätzliche Einstellungen vornehmen. Je nachdem, ob etwas bei dir zutrifft, kannst du dieses gern aktivieren oder einfach so lassen. Im Register Einstellungen erhältst du noch einmal Möglichkeiten, die
das Starten der Aufgabe genauer definieren, beziehungsweise zusätzliche Angaben dazu gemacht werden können. Hier ändern wir jetzt nichts, wir lassen alles so, wie die Standardeinstellung es vorgibt und klicken dann hier auf OK, um das zu bestätigen. Wenn du jetzt hier deine Aufgabe markierst, dann kannst du ja gern hier unten noch einmal in dem Übersichtsfeld deine Einstellungen zu den ganzen Punkten kontrollieren. Und wenn soweit alles okay ist, dann wollen wir erst einmal testen, ob diese Aufgabe auch korrekt durchgeführt wird. Das machst du, indem du jetzt hier rechts auf Ausführen klickst oder die Aufgabe anklickst und dann per Rechtsklick den Befehl Ausführen wählst. Jetzt sollte in unserem Ordner Freigaben die Protokolldatei erstellt worden sein. Da schauen wir gleich mal rein. Jawohl, genau so ist es. Schauen wir uns sie mal an. So, es wurde also folgende Informationen in unsere Protokolldatei geschrieben. Auf dem Computer so und so sind am und um folgende Freigaben vorhanden. Jetzt werden die Freigaben aufgelistet, meine drei Striche als Trennung gesetzt. Und wenn ich mich das nächste Mal anmelde, dann sollte jetzt hier die nächste Freigabenauflistung angehangen werden. Das Ganze testen wir jetzt natürlich auch noch, also melden wir uns einmal hier an dem Rechner ab und wieder neu an. Okay, wir haben uns neu angemeldet und jetzt sollte hier eine zusätzliche Protokollierung in unserer Logdatei erfolgt sein. Schauen wir auch mal kurz rein hier. Jawohl, genauso ist es passiert. Jetzt hat sich die zweite Protokollierung hier angehangen. Damit habe ich also immer einen aktuellen Überblick über die vorhandenen Freigaben auf meinem Computer. Und so kannst du quasi jede administrative Tätigkeit oder was auch immer du hier automatisch machen möchtest, in dein System einbinden. Die Windows 10 Aufgabenverwaltung ist nur eine Variante, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber diese ist relativ gut nachzuvollführen, sodass sie auch jeder umsetzen kann. Dann war es das auch schon wieder für heute. Heute war das Video mal ein paar Minuten länger, aber ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat und du es auch auf deinem Computer anwenden kannst. Falls dies der Fall ist, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Bitte vergiss nicht, auf die Glocke und den Abo-Button zu klicken, ja, wie immer, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Ganz besonders, wenn du neu auf unserem Kanal bist. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war es für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig, den Abonnieren-Button klicken, sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.